Hi Leute, ich habe hier eine neue Freundin gefunden und die ist jetzt neu hier auf der Uni und ich glaube, wir müssen sie noch ein bisschen auf ihr Studentenleben vorbereiten. Also als erstes müssen wir erstmal die Frisur ändern, weil mit den Zöpfen wird sich die Kleine sicherlich nicht durchsetzen können. Also zuerst müsst ihr erstmal das Glätteisen anmachen, weil sonst kann es passieren, dass die Haare sich nicht wellen. Ist dir das passiert? Ja, schon voll oft. Zuerst müsst ihr aber eure Haare erstmal mit Hitzespray einsprühen, weil sonst gehen die kaputt. Ihr nehmt dann einfach eine Strähne und dann dreht ihr die einfach so um. So, das war schon mal Schritt 1, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was an deinem Make-up machen. Okay. Okay, also. Zuerst machen wir mal ein bisschen Bronzer. Und dann noch ein bisschen auf die Nase. Hier so ein bisschen Gesichtskonturierung. Und danach könnt ihr gerne noch ein Rouge auftragen. Und danach könnt ihr gerne noch eure Lippen ein bisschen betonen. Dazu habe ich hier eine voll schöne Farbe rausgesucht. Pink. Das ist die Farbe, die du drauf hast? Genau. Oh, die ist schön, ja. Ja, und am besten, also je nachdem, ob ihr wollt oder nicht, könnt ihr dann auch noch einen Lip Liner benutzen. Oder willst du das selber machen? Wie mache ich das denn selber? Du musst es einfach, mach einfach so einen Rand drumherum. Also um meine Lippen einen Rand? Genau, wie beim Mandala ausmalen. So? Ja, voll gut. Und dann einfach ausfüllen. Ja, mega, cool. So, und jetzt habe ich dir hinten noch ein paar Kleider rausgelegt, die du vielleicht anziehen kannst, damit wir uns noch ähnlicher werden. Oh, voll schön. Komm, wir machen ein Selfie. So, und um das Outfit jetzt noch zu vervollständigen, brauchst du auf jeden Fall noch neue Ohrringe. Dass wir auf jeden Fall beste Freundinnen werden. Oh. Gut, ja. Ups. Ich höre das bestimmt. Du kannst es auch. Mhm.